Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team. Ja, nach dem verkackten Spiel letztes Mal 6:4, so eine Scheiße. Machen wir heute das nächste Spiel. Der Konan darf sich mal ausruhen. Dafür kommt mal Fahren rein. Der hat sich auch eine Pause verdient hat er sich die gar nicht. Dafür bringe ich mal die schnellen Spieler rein, Esswein. So, bedarf es noch einer Auswechslung? Nö. Links bringe ich mal trotzdem noch Schöne statt Elia. Elia hat mir letztes Spiel überhaupt nicht gefallen. Ja, und dann geht's los. So. Das nehmen wir mal. Und dann geht's los. Gucken wir mal, was er für eine Mannschaft hat. Schon wieder englische Liga. Ja, aber jetzt nicht so ein mega Pace Noob. Obwohl er. Na, Dzeko ist eigentlich der einzige, der nicht wirklich schnell ist. Na, doch. Ne, der hat kein schnelles Team. Er hat die Außenspieler schnell. Suarez auch noch ganz schnell. Relativ schnell. Valencia extrem schnell. Ja, und dann geht's los. Mit Hart, Sanja und Ferdinand und John Terry. Nette Abwehr auf jeden Fall. Mal gucken, was er drauf hat. Das ist auf jeden Fall schon mal mein Ball. Nach, verdammt. Das war Pech. Und Müller hat mir übrigens letztes Spiel auch nicht sonderlich gut gefallen. Hat auch nicht wirklich viele Glanzaktionen im Spiel. Na, schade. Was macht Schweinsteiger eigentlich außen? Hui. Ah, der kommt nicht an. Das ist meiner. Hau rauf jetzt. Ein Schritt zu viel. Ich dachte, ich kann den Schritt noch gehen und draufhauen, aber... Schweinsteiger auf Reus. Doch nicht noch da. Ach, scheiße. Müller. Und Götze. Ja, was war das denn? Wollte er mich da etwa von hinten in die Beine reingrätschen? Oh, spiel den Pass! Nein! Ach, verdammt. Nein. Er ist da hinten ganz frei. Links außen. Ach, verdammt. Grätsche zu spät. Ah! Der war auch relativ mittig. Aber mit einem starken Fuß abgezogen, Wilshere. Na. Ich würde mir das gerne nochmal anschauen. Hätte man halten können, ganz ehrlich. Der Pass kommt nicht durch. Hätte Müller sowieso nicht mehr bekommen. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Danke. Ah, wo spielt er hin? Das sollte der Ball doch nicht hin. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel meckern. Weil immerhin ist es ja irgendwie da meine Schuld, wenn der Ball nicht da ankommt, wo ich ihn hinhaben will. Komm, Reus. Foul. Ganz klares Foul. Hätte Elfmeter geben müssen. Ganz klar. Ich weiß nicht, was es soll, warum es da keinen Elfmeter gibt. Aber das ist in FIFA irgendwie öfters mal so. Ganz klare Fouls und dann gibt es nichts. Schweinsteiger und Schuss und Hart hält. Sehr guter Keeper übrigens. Ah, nein. Na. Schürrle. Ist hinten. Verteidigt jetzt. Ah, nein.
Boah, nee, ich sag besser gar nichts mehr. Der hätte nicht reingehen dürfen. Oh, weg! Da hat die Latte gezittert. Nein, 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 nein! Boah. Ja, da hab ich auch schon dran gesehen. Hau raus, Adler. Guck mal, es war ein Kopfball. Es war ein erstaunlich gute Kopfbälle. Tor. Den nehme ich, wie er ist. Den Surfer mache ich. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht im Let's Play. Den Jubel. Kann man sich erst auch ab einem bestimmten Level kaufen. Ich glaube, über 50 oder sowas war das. Den Surfer. Er trägt ganz schön viel rum hier. Also unnötig viel. Na? Na? Na, 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 na? Reus. Der kann sprinten. Und das war ein sweaty goal, wie man es so schön nennt, aber ich muss das einfach machen. Dadurch schießt jetzt 2-1. 2-2-2-2-1. So, mal gucken, wie es jetzt weiterläuft. Er hatte schon die eine oder andere sehr gute Chance. Ich frage mich, ob er jetzt offensiver geht. Oder mehr auf Konter spielt, aber anscheinend Adler mit einer guten Parade. Aber auch noch relativ knapp dran. Also nur knapp dran. Abschluss. Hau mal wieder raus, sage ich immer auf Nummer sicher. Nein. Ach, schade. Er probiert sehr oft mit Distanzschüssen. Ist auch ein gutes Mittel im Ultimate Team. Das macht er gut auf jeden Fall. Hat S-Wein schon wieder? Schöne. Meine Flanke. Ah, ja, steht natürlich nur Reus vorne. Nicht gerade der Kopfball Hengst. Oder die Übermacht im Strafraum, aber ja, er hat eine langsame Abwehr. Das nutze ich eiskalt aus. Oh, sehr schönes Tor. Sehr schönes Tor, sehr schönes Tor. Schön geschlänzt. Da habe ich auch den Verteidiger verladen und den Keeper oben drauf. 3-1. Das scheint ein Sieg für mich zu werden und damit der Verbleib in Liga 1. Ich habe bisher nur einmal den Ligapokal gewonnen, muss ich dazu sagen. Ein einziges Mal. Ist auch schon etwas her. S-Wein bekommt den Ball nicht. Ah. Puh. So. Ach, Mist. Und jetzt, was macht er jetzt? Ah, nichts Gutes raus. Noch nicht. Und ja, den müsste ich weghauen jetzt. Ah, Halbzeit. Zur Halbzeit. 3-1 für mich. Ist, denke ich mal, relativ verdient. Na, die Chancen sind ausgeglichen, wie es aussieht. Aber dennoch habe ich die größeren Chancen bei mir gesehen. Haha, scheiße. Ja, jetzt brauche ich nicht mit Übermut anfangen und solche Tricks probieren. Ah, hätte er nicht durchlassen dürfen, der Schweinsteiger. Ach, Mist.
Schweinsteiger immer noch vorne. Der will jetzt hier offensiv auch ein bisschen was vorlegen. Und auch defensiv. Ja. Na, was mache ich da? Was mache ich da? Na. Nichts Gutes. Oh, aufpassen. Verfahren. Oh. Ah, na, schade. Was macht er denn da? Na, was macht er? Was macht er? Ja, schöne Parade. Hab ich. Na, dann müsste ich mal einen Trick probieren. In der Situation. Ey. Ganz klares Foul. Was ich da jetzt probieren wollte, weiß ich auch nicht. Ich habe einfach irgendwas gemacht. Dafür gibt es jetzt eine Ecke. Und Kopfball. Ah, verdammt. Den habe ich ehrlich gesagt schon relativ gut gesehen. Weil Hummels da relativ frei stand. Ohoho. Schöner Schuss. Sah relativ nah am Tor vorbei aus. Kann mich natürlich auch täuschen. Meiner. Ah, verdammt. Der Pass war zu spät. Schweinsteiger verliert den Ball. Ich muss den Pace einfach ausspielen. Oh, Also hätte ich da, wenn mein Spieler da nicht hochgesprungen, dann wäre es auf Meter geben. Ich weiß gar nicht, warum die KI überhaupt hier so programmiert ist, dass sie hochspringt bei so einem Foul im Strafraum. Er hätte mich voll Kanne umgesetzt. Warum springt er dann drüber? Das verstehe ich nicht. Sokrates mit einer schönen Abwehraktion. Esswein. Ach Mist, da wollte ich gerade abziehen. Hat nicht ganz geklappt. Schade. Ich weiß gar nicht, wer hier überhaupt 4 Sterne Skills hat. Reus dürfte doch welche haben. Ganz klarer Elfmeter. Er hat mich umgesetzt wie. Und da gibt es sogar noch Abschluss für. Er hat mich doch umgehauen wie sonst was, der Keeper. Also das sehe ich jetzt nicht ein. Na, ganz ehrlich, also das war ein Elfmeter. Ich wollte eigentlich mal einen Trick probieren. Ich weiß aber nicht mehr, wie der ging. Ging der nicht so? Genau, so ging der Trick. Das können auch 4 Sterne Skiller. Oh, abseits, schade. Den Trick habe ich früher immer sehr gerne angewendet. Boah, aufgepasst, Reus. Ach, schade. Da wollte ich den Trick gerade machen. Ah, Götze hat den Ball. Ach, was mache ich denn da? Jetzt versuche ich auch hier irgendwelche komischen Tricks, die mir wieder überhaupt nur springen. Sollte ich mal auf... Oh, da ist er ganz frei. Sokrates, lauf hin. Götze. Guck den Trick. Ah, hat er den Ball mir abgenommen. Den habe ich. Na, schade. Götze hat keine Kraft mehr, keine Sprintpower mehr. Dafür kann Schweinsteiger ordentlich abziehen. Oh, Traumtor. Was für ein Tor.
Oh, schön. Oh, genau so will ich das sehen. Besonders von Schweinsteiger, der ordentliche Distanzschüsse drauf hat. Können wir uns kurz mal anschauen. Oh, ja, genau ins Eck. Oh, oh. Genau so muss es sein. Schöle kommt da wahrscheinlich nicht durch. Nein. Nee, nee, der kommt hier nicht durch. Der kommt hier nicht durch. Na, was macht er? Was macht er? Oh, oh, wie ich den vernascht hab. Und dann so ein Scheißpass. Hau rauf! Ich hätte den jetzt eiskalt volle Kanne reingehämmert. Wenn der Verteidiger nicht dazwischen gekommen wäre. Natürlich. So, schenkst du mir den Ball? Danke. Schöne. Hab ich den noch? Nee. Müller bekommt den nicht mehr. Boah, das war ein ganz klares Foul von mir. Müsste noch gelb geben. Wenn das Spiel da bis da nicht vorbei ist. Ja, das ist vorbei. Und damit haben wir gewonnen und verbleiben in der Liga 1. Puh, Reus-Spieler des Tages sich genauso. Ich weiß nicht. Also ich finde es mit einem Pace-Sturm viel einfacher als dann mit einem Informant-Zugriff vorne. Ich verbleibe in der aktuellen Liga. Gut. Mal gucken, vielleicht machen wir in der nächsten Runde mal wieder ein Spiel gegen den Abonnenten. Ich könnte doch einfach mal so mal. Ich spiele auch gerne ab und so. Ab und so. Ab und zu mal gerne gegen den Abonnenten. Jo, da war's auch für diese. Ich muss sprechen lernen, oder? Dann war's auch doch. Ja, Sprachtraining wäre, glaube ich, angebracht. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr ruhig auf meinem Kanal vorbeischauen. Oh, hier, Burak Yilmaz überhaupt ein Tank im Sturm. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.